So, da bin ich mal gespannt, ob wir heute den Felsenturm-Tempel schon abschließen können. Es würde mich überraschen, aber wäre auch nicht schlecht. Ne? Eine Überraschung nimmt man immer gerne. Hier muss ich nicht hin. Hoppla. Aber ein bisschen Kohle kann man ja auch mal mitnehmen, auch wenn der Ton ganz schön hart ist. Komme ich da noch hoch? Achso, ja, easy. Njong. Ich sagte, easy. Yeah. Obwohl, ich hätte vielleicht doch schon mal versuchen können, das Ding da zu treffen. Brauche ich nämlich später. Bist du denn? Igitt! Igitt! Alter, wenn so ein Käfer an mir rumkrabbeln würde, ne? Boah! So, wo ist denn das ungefähr? Hier? Ja. Nein. Au! Ich hätte auch einfach wegrennen können. Das hätte denselben Effekt gehabt. Na, ich glaube, das könnte hinkommen. Jawohl! Die Kiste brauche ich nämlich später. Aber ich glaube, ich kann das Ding auch später aktivieren. Von daher war das nicht wirklich notwendig. Aber ich habe es gemacht, von daher, ja. Muss halt. So. Alter, der erste Golem. Abuh. Was ein Sound. Ah. Komm nur her. Au. Hallo, Chef? Ich glaube, es hakt. Na! Haha! Das war nicht geplant, hat aber geklappt. Da ist eine Fee drinne. Und die will ich nicht. Auch wenn Link sehr gierig nach dieser Kiste guckt. Und jetzt sollten wir am Anfang sein, genau. Oh. So, da gibt es noch mehr Feen. Aber das brauchen wir alles nicht. Wir machen uns jetzt zurück zum Anfang vom Tempel. Um die ganze Sache, wie im letzten Part schon angeteasert, auf den Kopf zu stellen. Oh nein. Ach, welcher ist der mittlere? Nein. Goddammit. Nein. Nö. Ich kenne das Spiel nicht auswendig genug. Oh Mann. Kommst du da hoch? Sehr schön, Link. Zum Glück bist du sportlich. Hallo, da lang. So. Ocarina. Sehr schön, genau so wollte ich das. So. Oh wow. Das war voll daneben gerade, aber was soll's? So, wir haben übrigens immer noch den 11.10. Ich habe heute die Aufnahme vom dritten Tempel auch gemacht, tatsächlich. Doch, fällt mir gerade auch wieder auf. Ich habe heute auch, das ist schön, dass ich das jetzt so spät erzähle, ne? Jetzt so in Part 17. Ich habe mein Kabelgewäsch im Zimmer aufgeräumt. Also ich hatte sonst, vielleicht kann ich ja Bilder einblenden, weiß ich noch nicht. Hoffentlich denke ich dran. Ein Drittel von meinem Zimmer ungefähr, oder ein Viertel. Da waren überall Kabel halt von Konsolen und dem einen Fernseher und halt die ganzen Controllerkabel und so. Das habe ich jetzt aber alles richtig schön aufbereitet. Ich finde das nett. Da sind da keine Kabel mehr. Da kann man jetzt einfach durchstapfen. Vorher muss man Angst haben, dass man irgendwas kaputt macht. Ah, sehr schön. Ich habe jetzt auch gerade voll vom Mikro weggesprochen. Ich hoffe, das war nicht zu tragisch. Wenn ja, tut mir leid. Aber so ist das manchmal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Die Mucke, die ist super. Nee, oh. Und öffnen. Ihr geht weg. Brauch keine Sonnenvisage, die mich nicht angrinst. Jetzt geh voran. So, hier muss ich auf jeden Fall irgendwo einen Schlüssel herholen. Aber ich brauche noch so viele Schlüssel. Och, bitte lass mich keinen vergessen haben. Das wäre richtig schrecklich. Na, als erst da lang. Ach ne, gar nicht. Halt. Na gut. Na gut. Ey, hallo? Da oben müsste ein Schlüssel sein.
finde schön, dass sie hier Schalter eingebaut haben. Ausgerechnet dann hier, ne? Damit es mit dem Lied passt und so. Die immer wieder hochfahren, wenn kein Gewicht draufsteht. Sehr nett von euch, dankeschön. Der Corona guckt so doof manchmal, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Welchen Schalter habe ich nicht gedrückt, den ich hätte drücken sollen? Oh. Hoppla. Erstmal direkt Panik schieben. Oh nein, was habe ich falsch gemacht? Nein! So, und... Wutsch! Und oben drüber dir, bitte. Oh nein! Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Ganz sanft überlegen. Nein! Ich würde das gerne noch ordentlich schaffen hier. Also, du gehst mir da ein bisschen auf den Keks. Haha, weggehauen. So, Also hier ist ein Schalter, den muss ich auf jeden Fall aktivieren. Das machen wir erstmal. Habe ich jetzt echt einen Schalter übersehen? Oh, das wäre richtig schrecklich. Da und der Schalter, der braucht kein Gewicht. Warum? Aber da oben ist vielleicht auch nur eine Fee. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel drin, würde ich meinen. Wenn jetzt eigentlich... Okay, sehr schön. Hoffentlich sind da vorne Herzen drin, weil das Gepiepe geht euch bestimmt genauso auf den Keks wie mir. Das sind keine Herzen. Das genauso wenig. Naja. Schlüssel. Yes. Dann ist da oben nur eine Fee drin. Komm, dann brauche ich die nicht. So, ich werde mal für ein bisschen Platz sorgen. Oh, doch nicht. Ey, wie soll ich jetzt da runterkommen, ohne dass ich Schaden krieg? Nee, da ist auch nur eine Fee. Okay, warte, dann gucken wir uns das jetzt... wir gucken uns das erstmal an. Schön vorsichtig. Lass mal erstmal die Kamera nachkommen. Da will ich hin. Okay. Ah, sehr schön. Ja, au! Egal. Jetzt kommen die komischen Räume. Oh Mann. Okay, also hier müsste man eigentlich natürlich auch den Tempel wieder drehen. Aber... Ihr wisst, dass ich für sowas keine Zeit habe, deswegen werde ich mich an Supertricks versuchen. Supertricks! Eins. Zweimal. Dreimal! Jawohl! Voll geschafft. Bleib stehen. So, dafür klappt das im nächsten Raum leider nicht. Aber da haben sie sich auf einmal ein absolut kompliziertes Tunnelsystem überlegt. Schaltersystem. Das nur mit dem Kollegen hier funktioniert. Dem Steinkollegen, jetzt nicht dem Zora. Oh, ich hoffe, ich habe keinen Schlüssel irgendwo vergessen. Peng! Oh, das ist die aufregendste Stelle im Spiel. Sie ist innovativ und cool, aber vielleicht ein paar Runden zu lang. Ranschieben bitte. Ja, gib dir Mühe, Link! Vorsicht, grüner Schlabberschleim! Platsch! So. Muss... Piu. Ich denke immer, ich schieße daneben. Kabums. Das Wichtige ist, dass man da nicht draufsteht, wenn man den Tempel umdreht. Weil sonst landet das halt volle Kanne auf einem drauf. Komm, Link, die Oberschenkel müssen mitspielen. Auch wenn die Oberschenkel in irgendeiner Wand drinne stecken. Einfach weiterschieben. Na, ja, komm nur her. Haha, voll erwischt. Das war doch schon wieder daneben. So. Kabum. Ein nach vorn. Und ein paar seitlich und dann haben wir es auch schon fast. Schieb, Link, gib alles, was du hast. Das ist doch noch nicht alles. Da muss noch mehr in den Beinen stecken. Gegner. Tja, erwischt. Nee. So. Zum Glück ist der Schalter und die Tür auf einer Ebene. Komm. So. Und das war's mit der Schiebe-Action. Rein damit. Kommt jetzt schon der Boss nochmal?
Das ist gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Hoppa. Alter, man ist einfach gezwungen, viermal gegen diesen Typen anzutreten im Spiel. Viermal! Das war daneben. Spiegelschild! Hui! Wenn er genau neben mir rauskommt, wenn ich hier so am Attackieren bin, dann versuche ich nochmal den so mittendrin zu erwischen. Ah, okay. Ha! Erwischt! Los, hin! Jawohl, keine unnötige Animation für uns, Mister. Nee. Ja, du denkst wohl, du hättest uns überlistet, aber nix da. Tja, Klonk. Da ist... Was ist da drinne? Auch eine Fee bestimmt. Habe ich gerade keine Herzen? Na komm, dann holen wir uns die Fee halt. Weil, wenn da ein Schlüssel drin ist, dann würde ich es mir nie verzeihen. Was, wenn da in der anderen Kiste ein Schlüssel drin ist? Oh nein! Nein, in der unteren ist auf jeden Fall eine Fee drin. Jawohl, hier ist auch eine Fee drin. Komm, das hätte nicht sein müssen. Na komm, eine kann man ja mal mitnehmen. Zwei! Das wüsste ich. Dann, bam. Ja, Ruhe da. Deku. So, vorwärts. Leute, der Tempel ist gar nicht mehr so weit. Also viel. Mir fällt gerade auf, wie klein das eigentlich alles ist. Also mir ist das schon mal aufgefallen, aber je. Alter! Warum? Oh. Piu! Ich überlege gerade, ob wir den Boss noch in dem Part machen. Ich bin jetzt bei knapp 12 Minuten. Fragen über Fragen. Ich überlege nämlich, was man dann ansonsten noch im nächsten Part machen könnte. Ach, ich weiß schon. Okay, alles gut. Klunk. Und da ist noch ein Schlüssel drinne. Ja, genau. Das ist doch super. So, es könnte sein, dass das jetzt das letzte Mal war, dass man das Lied braucht. Glaube ich. Oder? Ich dächte schon. Oh, hab ich den Enterhaken draußen? Na super, als wäre ich top vorbereitet hier. Njong. Link, bitte. Einmal öffnen und dann abhauen. Das klingt nämlich gerade sehr dramatisch. Lass dich nicht treffen, Link. Du hast das nicht nötig. Einfach hier rein. Na! Sauber. Den Pfeil und den Deku bräuchte ich. Dankeschön. So, den Pfeil, um hier für ein bisschen Klarheit zu sorgen. Danke. So. Pow. Iha. Du. Wutsch. Ha. So, was müsste das hier? Müsste, glaube ich, Part 17 sein. Habe ich, glaube ich, sogar schon erwähnt in der Folge. Dann könnte ich sogar doch noch unter die 20 Parts kommen. Wenn alles, was ich im Kopf gerade habe, stimmt und hinhaut, wenn ich ein guter Spieler bin, dann klappt das. Aber ihr wisst ja, bin ich nicht. Halt überhaupt nicht. Nein! Halt, warte, machen wir da vorne. Aua! Ah, verdammt! Okay, wir waschen uns rein. Sauber. Echt, kein Herz. Obwohl ich genau das jetzt hätte gebrauchen können. Alter, was ist hier nicht in Ordnung? Bam, 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 param, bam, 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 bam. Ach du meine Güte.
Licht! Was zum... Hat er gerade den Bogen falsch rumgehalten? Ach so, ich habe die Lichtpfeile gar nicht angeschlossen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Dramatik ist kaum zu fassen. Was? Auf damit! Verdammter... Oh mein Gott, pack diese Ocarina doch bitte weg. Was machen wir denn hier? Bomben. Toll, jetzt wurde ich schon... Jawohl, sehr schön. Nein! Aua! So. Geh weg! Das habe ich nicht verdient. Oh. Link, meinst du wirklich? Ha! Oh nein! So, ich kümmere mich erstmal um mein Seelenheil. Ah! Nun gut, jetzt brauche ich Magie. Oh nein, und die letzte Nacht fängt bald an. Da liegt Magie! Boah, der hat mich gekillt! Ich hasse Mittelbusse! Da ist Magiekrug! Geh weg! Verdammt! Okay, wie beim letzten Mal, Runde 3 und dann gewinne ich ganz bestimmt. Ja! Vor Spannung habe ich gerade aufgehört zu reden. Okay, das war richtig dumm. Richtig dumm und unnötig. Ja! Das war auch richtig dumm und unnötig. Aber ich brauchte die Magie. Und das Herzzeug. Geh weg! Ich sehe doch nichts! Wie kannst du es wagen, dich mir so aufzudrängen? Oh mein Gott! Geht's noch, Kollege? Was soll das denn werden? Ist doch mir egal, ob du die auf mich losschickst. Komm her. Hä? Hä? Der Lümmel spinnt wohl. Schickst du seine halbe Meute los? Oh nein. Habe ich original schon wieder Magie verplempert. Naja. Ah, jetzt gehe ich neu. Ich glaube, das sollten wir jetzt hinkriegen. Na los, komm her. Haja! Ist nicht. Und Rakatschuka! Der hält ganz schön viel aus mit dem Kukiri-Schwert. Alter, das ist ja unglaublich. Mit dem abgegradeten Schwert, da braucht der kaum 4 Schläge, glaube ich. Ah! Weißt du, wenn so ein Angriff dann daneben geht, ne? Das ist schon hart an der Grenze. Och. Ja, das war halt uncool vom Spiel, würde ich sagen. Das war halt nicht das, was ich gebraucht habe. Ist ja wohl ein Witz. Los. Her damit. Lasst mich. Ich brauche Magie. Das ist es, was ich brauche. Jawohl. Sag mal, Peng? Ey, Kollege, was ist denn da los? Nein! Ja! Du
Ich will jetzt nicht sagen hässlich, ne? Aber schon stark. Menschenskinder, das hat jetzt aber auch gedauert. Her damit. Ich brauche die Schütze. Ich muss mich doch beeilen. Ich habe doch gar nicht mehr so viel Zeit. Da, 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 da. Sehr schön. So, mit dem kommen wir jetzt tatsächlich recht schnell zum letzten Boss. Also zum Boss hier im Tempel. Hallo? Ich würde sagen, bis kurz vor den laufen wir noch. Aber machen werden wir den dann natürlich beim nächsten Mal. Peng! Jetzt hat er mich noch berührt jetzt. Okay, der hat mich berührt. Der hat mich berührt, da kann ich nichts gegen sagen. Der hat mich berührt. Das war halt so. So. Piu! Ich meine, piu! Yeah. Oh, muss man immer Angst haben, dass das Spiel nicht hängen bleibt. Also man muss Angst haben, dass das Spiel hängen bleibt. Einmal hier links. Zack. Und einmal vorderwärts. Zack. Zum Glück haben wir den einen Schlüssel doch noch gefunden. Ich dachte echt, oh. Wo war der nur? Oh, Max, du musst doch überlegen, du kennst das Spiel. Nein, da will ich gar nicht rein. Du dummer Deku, du. Deku, du. Zack. So, jetzt ist Fingerfertigkeit und Schnelligkeit gefragt. Oder wir besiegen einfach den komischen Stein. Das Dingen da. Na los, schlag drauf. Hui! Und kabum. Sehr schön. So. Schalter. Klonk. Ich weiß auch noch nicht, ob der Boss eine Schwierigkeit darstellen wird. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn wir schon zielen können, machen wir das auch. So. Ich würde sagen, wir treffen uns dann beim nächsten Mal. Komm, mit dem Koloss. Bis dahin und tschüss.